Herzlich willkommen zum Festakt der Dachgleiche des Hauses der Digitalisierung. Wenn geladen wird zu einer Dachgleiche, dann ist das auch ein Dank dafür, dass ein Großteil der Bauarbeiten bisher unfallfrei abgeschlossen werden konnte. Wir alle wissen, dass wir im Mai des vorigen Jahres hier den Spatenstich vorgenommen haben, dass es sich hier um ein 33,5 Millionen Euro Projekt handelt, dass wir einen sehr ambitionierten Zeitplan haben. Wir wollen hier ja bereits im Frühjahr 2023 spätestens einziehen. Und wenn man sich hier so umsieht, dann merkt man aber, dass wir auf einem guten Weg sind. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir dieses ambitionierte Ziel dank vieler helfender Hände auch tatsächlich erreichen können. Uns hilft dabei auch die Digitalisierung. Der gesamte Planungsprozess läuft hier nämlich über einen digitalen Gebäudezwilling und der hilft dabei, dass man kosten- und zeiteffizient planen, aber auch bauen kann. Als Wirtschaftskammer Niederösterreich freuen wir uns, in diesem Projekt Partner sein zu dürfen und uns entsprechend auch einbringen zu können. Denn mit diesem Projekt werden gerade für unsere KMUs, für unsere kleinen und mittleren Betriebe bei ihrem Weg zur Digitalisierung, am Weg der Digitalisierung sehr stark unterstützt. Für unsere Unternehmen ist die Weiterentwicklung im Bereich der Digitalisierung im Wettbewerb entscheidend, genauso wie es entscheidend ist, immer am Puls der Zeit zu sein. Für die Stadtgemeinde Tulln bietet dieses Projekt, das kann man heute schon sagen, nicht nur die Perspektive auf viele Erfolge, sondern auch schon den Blick auf klar sichtbare Entwicklungen. Langsam und eigentlich, wenn man sich den Baufortschritt anschaut, sehr rasant wachsen wir zusammen. Wir, die Fachhochschule Wiener Neustadt mit ihrem Biotech Campus in Tulln. Und wer in Tulln dann das Haus der Digitalisierung sucht, der findet auch stets den Campus einer stetig wachsenden Hochschule für angewandte Wissenschaften. Wir haben hier im Mai des heurigen Jahres zu bauen begonnen und konnten nach 7-monatiger Rohbauzeit die Rohbauarbeiten fertigstellen. Ich darf abschließend dem Projekt weiterhin einen guten, unfallfreien Verlauf wünschen, wünsche uns alles Gute und darf jetzt den Herrn Tobias Rath zu mir, unserem jüngsten Mitarbeiter auf der Baustelle, bitten für den gleichen Spruch. Nun aber werde ich es wagen, den Bauherrn auch einmal zu fragen, wie ihm denn der Bau gefällt. Antworte mit frohem Mut nur ein einziges Wörtchen. Dem Bauherrn und alle Anwesenden dreifaches Hoch, Hoch, Hoch.